Leute, ich habe mein Bestes gegeben. Die Soundprobleme sind immer noch vorhanden. Der Erzähler klingt immer noch wie ein Stück Scheiße. Und ich lasse jetzt meine Aggression an Naruto raus. Und jetzt hast du mal schön die Fresse, denn ich lasse meine Aggression an dir aus. Ich habe gesagt, ich lasse meine an dir aus. An dir lasse ich meine Aggression aus. Das ist daran so schwer zu verstehen, Alter. Du nervst langsam. Hab dich nach Uso rein. Distanz, Distanz. Ich muss dich wieder aufladen. Komm her! Geh mal ultimativ zu einsetzen! Nein. Hab dich! Tut weh noch bitte was. Aber jetzt wird es Zeit, es zu beenden. Tschüss. Money, money, money. I love money.激闘を制したのはペイン。神の力は怒りの方向さえも散らし、キルビ捕獲はもはや時間の問題となった。しかし、渦巻きナルトの抱く平和への意志はペイン、あのナナトの心さえも動かし、 そして、この葉隠れを救い、彼は散っていった。暁の描く計画は少しの変更を余儀なくされるも、人中力捕獲の行動は続く。次なる狙いは、8尾の人中力、キラービー。 対して、暁は愚かな美獣と呼ばれる男、星なき貴様を向かわせたのだった。あなたが8尾、キラー B ですか。さめざめと泣かしてやるぜ、このサメ野郎。さて、 Jetzt darf ich sogar noch einmal Kisame spielen. Nun denn, Killer B, du musst auch als Aggressionsopfer hinhalten. Da kann ich nichts dafür. Das ist einfach so, weil du mich. Ist mir egal, ob du eine Angriffsstärke plus 80 hast. Ich hab dich schon mal besucht. Und das werde ich wieder tun. Das meine ich ernst, ich versuche dich wieder. Boah, boah, sag mal, du bist wohl ein Angriff. Guckt euch das an, Leute. Boah! Ich
Super Wasserbomben zu. Oh mein Gott. Oh, ich bin voll fertig, Leute. Da hat er gar keine Chance. KO. Rang S. Das war Rang S. Rang S habe ich mir für das verdient, Leute. Geld, Rang S. Jawoll. Kisame Hoshigaki ist jetzt benutzbar. Ich habe Geld erhalten und ich glaube, das war der letzte Kampf der Madara Uchiha Geschichte. ヒロビーとの激突はサメ肌との連携を見せたキサメの勝利で終わるの。 捕獲寸前の際に雷影の介入により事はなされずに終わった。しかし事の首謀者深淵の黒幕内葉マダラに焦りは見えない。全て 全ては計画のためだ。だがあいつらの犠牲によって七体の美獣の力を手に入れた。これで次に進むことができる。お前にも働いてもらう。僕は君の犠牲になるつもりはないけどね。これより第四次忍界大戦を始める。 So Leute, wir sehen hier die Credits, wie so auch immer. Ich komme ja noch eine Story. Vielleicht war es das mit den Hauptstories, vielleicht ist die letzte Story nur so Zusatzstory. Kann natürlich auch sein. Hier sehen wir die besten und schönsten Momente von Naruto, einem wirklich atemberaubenden Anime. Leute, ich gucke Naruto wirklich gerne, es ist ein geiler Anime. Die deutsche Synchro ist scheiße, also die Pokito Synchro. Bei Animax haben wir immerhin die ungeschnittenen Folgen, da ich Animax habe. Sagen wir das schön, dort zu sehen, mal ungeschnitten. Aber jetzt... Ich mag trotzdem die japanische mit German Soups viel besser. Sub, German Sub. Mag ich einfach mehr, ist wirklich geil gemacht. Hier haben wir die schönsten Momente noch einmal. Zabuza und Haku. Eine wirklich schöne Geschichte. Und bis... Ich kann euch wirklich nur sagen,
Kauft euch das Spiel, Leute. Das ist ein. Wenn ihr Naruto-Fan seid, kauft es euch. Wenn ihr kein Naruto-Fan seid, kauft es euch auch. Es ist einfach geil zum Spielen. Egal, ob man Fan ist oder nicht. Das kann ich euch sagen. Kauft es. Es kommt ja noch eine Geschichte, aber. Ah, Leute, wirklich schön. Schön. Das Spiel bringt euch das Anime-Feeling richtig auf die Haut. Das ist das, was wir wollen. Ich kann die Credits leider nicht überspringen, aber sowieso. Das sollte man sowieso immer anschauen. Ich meine, die Leute geben sich mir, die sollen auch dafür geehrt werden. Mal schauen, was das nächste letzte Story kommt, Leute. Anscheinend hat es rein gar nichts mit der Story zu tun, denn sonst wären jetzt nicht die Credits hier. Ich bin gerade voll die Bilder am Beobachten. Ich finde die Bilder übelst geil. Hier haben wir Obito Uchiha, der sein Leben damals für Kakashi gab. Gaara, einer meiner Lieblingscharaktere. Aber nicht mehr mein Lieblingscharakter. Ist nicht mehr mein Lieblingscharakter. Ich habe nur einen Lieblingscharakter bei Naruto. Auch wenn er im Anime stirbt. Es ist sogar ein Akatsuki-Mitglied. Ich finde allgemein die Akatsuki-Mitglieder finde ich übelst geil. Bis auf einzelne Kakuzu habe ich nicht so gemacht. Aber vom Kampf her hat er mir gefallen, aber. Einfach so im Anime war das nicht so mein Fall. Hier, Itachi Uchiha, der nur das Beste für seinen Bruder wollte, auch wenn er dafür für ihn gehasst werden musste. Das ist lieber, Leute, wenn ihr so weit geht, dass die Person, die ihr liebt, euch hassen muss, damit sie heranwächst, um sich zu beschützen. Auch wenn es euch innerlich zerbricht, ihr wollt nur das Beste für die Person. Hier haben wir die Paints. Die hat sehr schöne Melodie, ich finde die Melodie übelst geil. So richtig emotional. Wir nennen uns dem Ende, Leute. Und da steht, was die letzte Story sein wird, Leute. Ist gerade gestanden, gerade vorbeigerauscht. Ich weiß es jetzt schon. Hier haben wir noch die Zeichner der Anime-Sequenzen. Hier haben wir Pain. Und hier, das. Oh, ich liebe die Melodie von diesem Melodie. Ich liebe diese Melodie, Leute. Oh, ist einfach nur geil. Sehr viele Credits, Leute. Aber sehr schön gemacht mit dem Anime-Bildern im Hintergrund. Die meisten haben eh schon mal geschaltet. Falls ihr noch nicht geschaut habt, schreibt es in die Kommentare. Das ist, falls das Projekt schon fertig wird, ich will ja auch schon sagen, wenn euch das Projekt gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, das Projekt geht ja noch weiter. Nächste Woche kommt ja nochmal ein Part, je nachdem wie lange diese Story braucht.
produced by Namco. So, die Credits haben nochmal ein Ende. Fängerin. Video. Kaputo Yakushi. Schlangenumhang. Die Geschichte von Killer Bee, Leute. Wir dürfen die Geschichte vom Verrückten spielen. Jawohl. Aber bis das kommt, Leute, müsst ihr nächste Woche warten. Die Geschichte von... Und bis dahin hoffe ich, dass die Soundprobleme wirklich wieder funktionieren. Na dann. Hier haben wir ihn. Killer Bee. Bis dahin, Leute. Tschüss.